Hallo und herzlich willkommen bei The Nerdnets. Heute zu einem Unboxing. Ich weiß, ich habe eigentlich noch genug Diamond Paintings, die noch nicht fertig sind, die man zuerst fertig machen sollte. Aber aktuell läuft ein Event, unter anderem der amerikanischen Podcaster, das nennt sich Drills and Chills, beziehungsweise Festival of Witches. Und das ist so ein bisschen in Vorbereitung auf Halloween. Jetzt bin ich nicht so der große Event Mitmache, auch beim Stricken nicht, auch nicht beim Diamond Painting, aber ich habe wahnsinnig Lust auf Halloween. Und von dem her ist es mir relativ wichtig und deshalb möchte ich das anfangen, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Ja, ich habe rausgeholt ein Kit von Diamond Art Club, aktuell vergriffen tatsächlich, das heißt, ihr könnt es nicht bestellen. Ich setze euch trotzdem unten in der Infobox einen Link dazu rein. Ich glaube, ein Affiliate-Link, ich schreibe es dazu, ganz klar. Das Kit heißt The Season of the Witch von Ennis Guerrero. Es ist relativ groß, 70x91 cm. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe bis Ende Oktober, also ganz ehrlich nicht. Das ist fast so groß wie meine Schildkröte. Ja, und ich würde sagen, wir schauen es uns an. Es ist auf jeden Fall ein Kit mit quadratischen Steinchen, was mir sehr liegt. Ich mag quadratisch lieber als rund. Und ja, ich habe es bisher nicht ausgepackt. Wird also Zeit. Ja. Also was ihr jetzt gesehen habt, ist, dass jedes Kit von Diamond Art Club eine Folie drumherum hat. Manchmal landen diese Pakete ja im Regen. Dann ist es ganz nett, wenn so ein bisschen Zusatzschutz drumherum ist, hinten drauf steht, was alles drin ist und wie das Diamond Painting so funktioniert. Und ich hole das jetzt mal raus. Kommen natürlich die Kinder und ich muss das erst mal unterbrechen. Okay, ich habe jetzt einen zusätzlichen Zuhörer, bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Was jetzt drin ist, ist auch zum einen so ein kleiner Sticker, den kann man sich zum Beispiel auf die Box machen, in der man die Steinchen aufbewahrt. Ich habe ein altes Toolkit von Diamond Art Club. Mittlerweile sind meistens die neuen drin. Dieses Kit ist aber nicht ganz neu. Das liegt schon eine ganze Weile bei mir rum. Es ist ein Schiff drin. Das ist so ein, man sieht schon, ein bisschen durchsichtig. Es ist ein Stift drin, ein einfacher. Es ist eine Pinzette drin. Ohne irgendwie Aufdruck oder so, aber die sind schön spitz, die mag ich gern. Das Verhüterli hat seinen Grund, das ist ein guter Schutz. Ich habe jede Menge Tütchen, falls man da drin rein seine Steinchen reinmachen will. Zwei Herzwachsplättchen, ein Griffi, den man hier so drauf schieben kann, und einen Vierer schmal Mehrfachsetzer. So, so viel dazu. Also, schönes Toolkit, nichts Spektakuläres, aber eins, mit dem man gut arbeiten kann, auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Leinwand dazu an. Und natürlich die Steinchen. Ja, ganz schön schwer. Ach du Schande, das ist denn groß. Also ja, ich wusste ja, wie groß es ist, aber es ist dann nochmal live zu sehen, ist dann nochmal was anderes. Ich kann es euch ja gar nicht komplett zeigen, glaube ich. So, wir haben auf jeden Fall hier ein
nochmal einen großen Sticker, zum Beispiel fürs Logbook, und jede Menge kleine Sticker, die man auf die Döschen machen kann, wenn man es darin abkippen will. Man sieht hier auch das Motiv ganz nett. Wir haben 37 Farben, das überrascht mich. Ist doch relativ monochrom. Hab mit weniger gerechnet, es gibt so ein Heftchen mit einem Dankeschön vorne und nochmal eine Erklärung, wie das so funktioniert und Tipps und Tricks und eine Einladung in die VIP-Facebook-Gruppe, falls man da noch nicht drin ist. Es gibt jede Menge Steine. Und eben vor allen Dingen gibt es die Leinwand. Kind, du kannst mal kurz da halten, das wäre super. So, ihr seht sie. Also das ist die Hexe, The Season of the Witch. Ich kann nicht weiter hochgehen, jetzt ohne dass ich die Kamera losschraube. Ich kann mal, jetzt wackelt es ein bisschen. Geht das? Also das funktioniert. So ein bisschen drüber. Das ist The Season of the Witch. Und die Hexe erinnert mich sehr an meine kleine Cousine. Meine kleine Cousine ist Baujahr 94. Das ist also auch nicht mehr so klein. Aber der Gesichtsausdruck erinnert mich sehr, deshalb wollte ich die unbedingt machen. Also, die Hexe, sie braut irgendeinen Zaubertrunk. Es gibt so ein paar zusätzliche nette kleine Dinge. Hier sieht man was Windmühliges, ein Rabe oder irgendwas. Eine Kerze, ein Schädel, ein Kürbis. Also, es ist sehr Halloweenig und das gefällt mir. So. Guck mal die Steine an, dann kann sie gleich mal Danke loslassen. Und ich pack aus. Für ein großes Bild brauchst du viele Steine, das ist mir klar. Wenn man die getrennt aufbewahren will, hier drauf steht auch nochmal, was das hier für Steine sind, dass die eben zu The Season of the Witch gehören. Und das sind Steine hauptsächlich in Grau- und Brauntönen. Hier haben wir ganz viele 310. 310 ist hier schwarz. Oh wei. Also 10 große Pakete, 310. 310 sind diese weißen Punkte, die ihr hier überall seht. Das dürfte die größte Anzahl sein, die wir so haben. Wir haben auch jede Menge 939. Das ist ein ganz dunkles Blau. Das ist was anderes. Also 4 große Pakete, 939. 3371 ist ein dunkles Braun, auch davon 4 Stück. 3799 hatte ich bisher noch nie. Ich glaube ein dunkles Grau, wenn ich das richtig sehe. Ja, und dann bewegen wir uns hier so ein Braun-Beige-Spektrum. Wir haben weiße ABs, die 141. Mehr Grau, mehr Braun. Und wir müssen, ne, wir haben nur die eine AB-Farbe, genau. Es gibt ein bisschen Grün. Das wird sich dann wohl hier finden lassen. Mehr Grün, ein bisschen Orange. Ja, aber viel Braun. Braun-Grau ist jetzt nicht so ganz meine bevorzugte Farbpalette. Aber ja, ich freue mich jetzt trotzdem. Genau, und ich würde sagen, ich mache mir jetzt Gedanken, wie ich hier vorgehen möchte. Und nehme euch dann einfach so ein bisschen mit in die erste Etappe und dann schauen wir mal weiter.
Ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Das sind jetzt noch ungefähr 7 Wochen bis Halloween und ich habe hier 70 Zentimeter in der Breite. Das heißt, wenn ich jede Woche 10 Zentimeter mache, dann komme ich hin. Ich habe mir also einen Streifen mit 10 Zentimeter hier abgetrennt und muss dann jeden Tag, also jeden Arbeitstag oder ja, wie auch immer, also ich habe 90 Zentimeter in der Höhe, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich 5 Tage pro Woche dazukomme. Dann sind es 18 Zentimeter, die ich jeden Tag kleben muss, was recht viel ist. Ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an mit dieser unteren Ecke. Das ist eine relativ dunkle Ecke. Relativ viel Color Blocking. Also zumindest im Vergleich mit der Schildkröte, die ich bis vor kurzem geklebt habe. Und ja, los geht's, würde ich sagen. So. Also, was ich jetzt mache, ist erstmal aufschneiden. Ich habe da so ein nettes kleines Keramikmesserchen. Das hat den Vorteil, dass man die Leinwand nicht kaputt macht. Und trotzdem die Folie gut abbekommt. So, gucken, ob das funktioniert hat. Jawohl. Also, ich ziehe das immer ganz ab. Bei Bedarf klebe ich es dann einfach wieder drauf. Man muss aufpassen, in welche Richtung. Das bekommt man nur von der einen Seite wieder gut ab. Auf der anderen Seite klebt es wie der Teufel. Yep. Und ich habe Halloween-Washi-Tape benutzt, um das Ganze abzuteilen. Fand ich passend. So, ich würde sagen, ich fange an mit der 310. Weil. Mit irgendwas muss man anfangen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, das irgendwie in Döschen zu packen. Ich werde es in die Tüten packen, denke ich. Und jetzt erstmal gucken. Ja. Mal kurz hoch. Was seht ihr? Also die schwarzen hier, die glänzen wie verrückt. Müll sehe ich gar keinen. Legen sich auch echt schön in das Schiffchen rein. Kann man nicht meckern. Ja, sieht gut aus. Und das sind die neuen Steinchen von Diamond Art Club, weil die alle 13 Facetten haben und nicht abwechselnd 5 und 13. Ja, so. Probieren wir das mal. Das funktioniert schon mal gut. Ich habe irgendwo. Also ich habe meinen Mehrfachsetzer noch dazu geholt. Ich mache das meistens mit zwei Stiften. Ich habe einen Stift für den Einfachsetzer und ja, da ist ein kleiner Vierer hinten drin. Den benutze ich aber nicht. Ich benutze den zweiten Stift mit den schmalen Edelstahlaufsetzern. Die finde ich irgendwie cooler. Und mal wieder, wie das so funktioniert hier. Also, es ist hier ein Dreier. Das ist, glaube ich, ein Sechser, wenn ich das richtig weiß. Ja. Genau, also Halloween steht vor der Tür.
Es ist jetzt nicht so, als würde ich rausgehen und Trick or Treat mäßig durchs Dorf ziehen und von den Leuten verlangen, dass sie mir Süßes oder Saures geben. Das finde ich doof. Ist nicht meins, aber ich mag gern makabre Dinge, ich mag gern gruselige Dinge und von dem her ist Halloween natürlich was für mich. Als ich noch mit meinen Eltern gewohnt habe, war ich um die Zeit immer ganz oft im Europapark, einfach weil der so toll geschmückt ist. Mit vielen Kürbissen, vielen Spinnweben, vielen Hexen, Skeletten, was auch immer. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Momentan und jetzt so weit weg, als dass man das tun könnte. Einfach mal so für einen Nachmittag in den Park fahren. Das passiert von hier aus selten, aber ja, die Leidenschaft für Halloween bleibt. Und ich würde jetzt sagen, ich gucke, dass ich hier ein bisschen Gas gebe und dann vielleicht, wenn ich ein gutes Stück geschafft habe, euch nochmal dazu hole. Weil ich halt nicht so die Gesprächigste bin. So, probieren wir das mal. Ich habe The Season of the Witch fertig. Und es ist einfach nur wunderschön geworden. Und es ist einiges los. Also, Season of the Witch von Ines Guerrero von Diamond Art Club. Und ihr habt jetzt keinen echten Hintergrund. Also, es passiert immer irgendwo irgendwas. Hier sind ganz viele Bäume. Der Kopf und die Augen, die sind der Hammer. Einen coolen Hut hat sie auf mit so einem, ja, was auch immer. Könnte vielleicht ein Pentagramm sein, vielleicht. Auf der Seite fliegt der Rabe und das sind Wolken mit AB-Steinchen. Dann kommt da eine Windmühle. Die Nachbarn könnt ihr auch hören hier. Und sie kocht sich gerade eine Portion Krötenschleim oder sowas. Und hier unten sind die Zutaten, die man dazu braucht. Ein Kürbis, ein Schädel, ein Kristall, ein Kochbuch, dieses wohl ein Zauberbuch, nehme ich doch an. Eine Kerze, all sowas. Ja, die Hexe an sich ist eine blonde Hexe, langhaarig. Ich mag ja die Details. Sie trägt Nagellack oder sowas ähnliches. Die Jacke, die sie anhat, Umhang, was auch immer Hexen so anhaben. Die hat Verzierungen, die kommt sogar rüber. Wir sind aber so ein bisschen bauchfrei unterwegs. Darunter ist eine Netzstrumpfhose. Das sieht man auch hier, finde ich lustig. Die Netzstrumpfhose sollte sie vielleicht auch mal bei Gelegenheit erneuern. Die hat nämlich ein paar Löcher. Ja. Und schöne Stiefel trägt sie. Ja, also das hat großen Spaß gemacht. Ging vergleichsweise schnell. Das ist jetzt kein großartiges Color Blocking, sondern relativ viele Farbwechsel. Es sind tatsächlich 37 verschiedene Farben, was ich faszinierend finde, wenn man sich so dieses Gesamtbild anguckt. Das ist ja doch sehr monochrom. Das meiste sind Braun-Grautöne. Natürlich ein bisschen grün und ein bisschen orange für die Kürbisse, aber sonst. AB gibt es jede Menge, es kommt das gar nicht so raus. Hier sind ein paar und die Wolken sind vollkommen AB. Da der Dampf, der aus der Suppe rauskommt, der hier glitzert auch. Also insgesamt sehr schön, hat Spaß gemacht. Die Qualität von der Leinwand war hervorragend. Bei den Steinchen habe ich nur eine Kleinigkeit zu meckern, nämlich dass die Brauntöne. Und da die Steine sehr oft aneinander geklebt sind und ich die auch nicht auseinander bekommen habe, das hat mich ein bisschen genervt. Ja, die obligatorische Unterbrechung war natürlich auch dabei. Nicht wahr, kleines Kind? Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ja, also ich habe mich so ein bisschen über die Brauntöne aufgeregt. Es ist hier, das Bild ist ja nicht neu produziert, sondern vergleichsweise schon ein paar Wochen alt. Hat eine Mischung zwischen den alten und den neuen Steinen. Das heißt, ganz viele Farben waren schon in der neuen Qualität mit den 13 Facetten, die die Steine dann haben. Zum Beispiel das dunkelblau oder das dunkle Schwarz aus dem Großteil von diesem Bild.
Aber teilweise gab es auch Farben, die haben das eben nicht. Die Grautöne hauptsächlich und diese Orange- und Grüntöne. Ja, die werden wahrscheinlich nicht ganz so häufig verwendet, deswegen hier noch die alten. Und ja, sonst gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich bin jetzt froh, dass es fertig ist. Und ich denke, ich werde das jetzt in Zukunft öfters so machen, dass ich ein Bild komplett fertig mache, bevor ich dann ein Video fertig schneide. Ich glaube, das kommt mir entgegen und euch dann vielleicht auch, wenn ihr das seht, vom Auspacken bis zur Fertigstellung.